Willkommen zurück, Leute, zu Phoenix Wright Trials and Tribulations. Wir befinden uns vor Gericht und Dahlia ist so gut wie zerstört. Allerdings ist sie noch der Meinung, dass die Beweise wohl nicht ausreichen gegen sie. Aber, Freunde, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Das werden wir noch sehen. Aber als erstes, wo ist ihr Beweis dafür? Offenbar hat ihr heulendes Mandantenbaby das Fläschchen zum Frühstück verzehrt. Hey, Väterchen, sind Sie etwa senil? Wie wäre es, wenn Sie etwas sagen würden, anstatt nur so blöde rumzustarren? Frau Hartson, was ist los mit Ihnen? Sind Sie wirklich so schockiert? Oder mögen Sie es lieber, wenn ich so bin, Herr Richter? Ohne Beweise behandeln Sie eine freiwillige Zeugin wie eine Massenmörderin. Nun, ich habe nichts weiter zu sagen. Ich werde jetzt gehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber Sie sind noch nicht fertig. Na gut, dann bitten Sie diese böse alte Hexe, sich zu beeilen. Diesmal darf sie mir nicht entkommen. Ob mir? Wenn du sie ohne Beweise weiter unter Druck setzt, musst du als Anwältin vielleicht den höchsten Preis zahlen. Den höchsten Preis? Ich fürchte, man wird sie zwingen, ihre Anwaltsmarke für immer abzulegen. Nein! Sie sollten besser noch einmal darüber nachdenken, Frau Fay. Nun, Frau Fay? Haben Sie einen Beweis, der Ihre Schuld ein für alle Mal belegt? Wenn ich jetzt versage, ist meine Karriere als Anwältin vorbei. Aber ganz ehrlich, ich habe zu diesem Zeitpunkt keine stichhaltigen Beweise. Obwohl, lieber verliere ich meine Anwaltsmarke, als dass sie mit mir mit Mord davonkommt. Euer Ehren, die Verteidigung würde gern Beweise vorlegen. Unmöglich, Sie können unmöglich. Dummes Weibsstück. Das Gericht ist der Meinung, dass bereits genug gesagt worden ist. Deshalb dürfen Sie auch nur einen einzigen Beweis vorlegen. Nur einen einzigen? Sollten Sie nicht in der Lage sein, Ihre Schuld zu beweisen, so wird, fürchte ich, sofort ein hartes Urteil über Herrn White gesprochen. Verstanden, Euer Ehren. Ich habe schon die morgigen Schlagzeilen der Zeitungen vor Augen. Aufstrebende Anwältin im Sturzflug zurück zur Erde. Sie hatte vor, Herrn Wright zu vergiften. Wenn das der Fall ist, fand sich das Gift wahrscheinlich da drin. Na schön, Frau Fay. Bitte legen Sie Ihren Beweis vor. Zeigen Sie dem Gericht den Beweis, dass Frau Hartson Herrn Wright vergiften wollte. Es kann halt wirklich nur der Hustenkiller X sein. Sie hat die Tabletten damit irgendwie mit dem Gift versetzt. Ist doch so, oder? Natürlich ist das so. Ich tappe ein ganz bisschen im Dunkeln, aber das wird so sein. Natürlich. Das ist das Einzige. Es kann ja nicht. Alles andere ist ja unmöglich. Das ist es, Euer Ehren. Der Beweis, der Ihre Schuld belegt, ein für alle Mal. Hustenkiller X? Phoenix Wrights heißgeliebte Erkältungsmedizin? Hat unsere Strafverteidigerin etwa einen kleinen Schnupfen? Selbst wenn dem so wäre, würde ich diese Medizin nicht einnehmen. Denn sie wurde vergiftet. Was? Erinnern Sie sich daran, was der Angeklagte in seiner Aussage gesagt hat. Aber ich hatte meine Dose an dem Tag des Unfalls gegen Mittag verloren. Ich esse immer mit Dolly, nur wir beide. Sie war diejenige, die seinen Hustenkiller X genommen hat. Dann hat sie Herrn Wrights Medizin vergiftet, denn sie wusste, er würde sie nehmen. Das ist aber wirklich an den Haaren herbeigezogen. Schließlich war es das Opfer Doc Swallow, das die Medizin in der Hand gehabt hat. Ich bitte das Gericht, sich an das Verbrechen vor 8 Monaten zu erinnern. Wo hatte Frau Hartson den Beweis versteckt? Wie? Wovon reden Sie? Vor 8 Monaten war das Gift in dem Fläschchen an ihrer Kette versteckt. Die sie jemand anderen gab, der sie für sie aufbewahrte. Jemand, den sie zufällig im Leseraum getroffen hat. Meinen Mandanten, Phoenix Wright.
Ja, und diesmal hat sie das Gleiche getan. Nachdem er Phoenix Wright das Opfer gestoßen hatte, verließ er den Tatort. Das war der Zeitpunkt, an dem die Mörderin Dahlia Hartzorn auftauchte. Sie hatte die Dose mit dem vergifteten Hustenkiller X bei sich. Aus dem Grund war sie ja vorhat, Herrn Wright zu vergiften. Ihre Aussage war doch, dass sie sich mit dem Angeklagten treffen wollte. Ja, und sie hat alles gehört und gesehen, was am Tatort geschehen war. Auch den Streit zwischen Angeklagten und Opfer und das durchtrennte Stromkabel. Da wurde ihr klar, Doug Swallow darf nicht länger am Leben bleiben. Sie benutzte das durchtrennte Stromkabel, um ihn für immer zum Schweigen zu bringen. Dann tauchte zu ihrem Leidwesen das Problem auf. Herr Wright, der den Tatort verlassen hatte, kam zurück, um nach dem Opfer zu sehen. Und zu allem Überfluss kamen auch einige Studenten wegen des Stromausfalls herbei. Deshalb ist es kein Wunder, dass sie, wie sie selbst sagte, in Panik geriet. Wie sie sich erinnern, hatte sie die Dose mit der vergifteten Medizin bei sich. Sie muss gedacht haben, was ist, wenn ich durchsucht werde, wie vor 8 Monaten? Vor 8 Monaten? Ja, sie wurde das Beweismittel auf die gleiche Weise los, wie damals auch schon. Sie gab es jemand anderen in die Hand, in diesem Fall Doug Swallow. Mensch, kommen Sie schon. Sie lassen sich doch keinen Bären aufbinden, oder? Dieses dämliche Weibstück. Sie ist doch nur eine schäbige, stinkende Lügnerin. Habe ich nicht recht, Herr Staatsanwalt? Wie? Genau richtig. Das ist reine Verzweiflung. Ich frage mich nur, wer hier der Verzweifelte ist. Also, Frau Hartzorn, diese Erkältungsmedizin. Ich frage mich, ob Sie nicht etwas davon nehmen wollen. Nun, Herr Wright hat Ihre Kette gegessen, richtig? Nun sind Sie dran, Ihre Unschuld zu beweisen. Was sagen Sie dazu? Wenn ich nur eine stinkende Lügnerin bin, dann haben Sie nichts zu befürchten. Kommen Sie schon, beweisen Sie es uns. Ich fordere Sie auf, die Medizin jetzt einzunehmen. Mia Fey! Mia Fey! Sie glauben wohl, Sie hätten gewonnen, nun? Meinen Sie wirklich Mia Fey? Das ist in Ordnung. Vorläufig jedenfalls. Vorläufig gehört der Sieg Ihnen. Vorläufig? Nun... Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, wissen Sie? Sie und ich, wir werden uns wieder begegnen. Da bin ich mir sicher. Also gut, Herr Richter. Ich werde Sie später wiedersehen, okay? Wie? Warum? Ja. Ich werde jetzt eine eintönige Zeit mit den Herren im Blau verbringen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gut. Puh. Endlich ist alles vorbei. Ich weigere mich, das anzuerkennen. Die Verteidigung hat nicht einen Beweis zur Unterstützung ihrer Anschuldigung vorgelegt. Aber trotzdem scheint ihre Zeugin akzeptiert zu haben. Das ist mir gleichgültig. Ich bin Winston Payne. Ich glaube kein einziges Wort, das diese Anfängerin gesagt hat. Na gut, Herr Payne. Dann möchte ich Sie gerne etwas fragen. Ja? Möchten Sie etwas von dieser Erkältungsmedizin probieren? Was? Ich hätte schwören können, noch vor kurzem haben Sie gesagt. Oh je, ist schon gut, Anfängerin. Ich würde beispielsweise der Zeugenfrau zu mein eigenes Leben anvertrauen. Also, wenn sie so vertrauenswürdig ist... Dann kann da ja unmöglich Gift drin sein, richtig? Wissen Sie, ja.
Und hier kommt der Rückzieher. Kommen Sie schon, Grünschnabelkiller. Zeigen Sie dem Anfänger, wie es geht. Wie viel Vertrauen bringen Sie dieser Frau wirklich entgegen? Wollen Sie wirklich Ihr Leben darauf verwetten? Mein Haarausfall. Da hat er die Haare verloren. Da hat er seine Haare verloren. Das passiert in diesem Fall. Schön. Gut zu wissen. Naja. Herr Payne? Was diese Frau Dahlia Hartzorn angeht? Ja, euer Ehren. Ich werde die Papiere für ihre sofortige Festnahme ausfüllen. Tragisch, aber nicht überraschend. Mir kamen sie von Anfang an verdächtig vor. Lügen Sie doch nicht. Geben Sie einfach zu, dass Sie sich geirrt haben. Übrigens, Frau Fay. Ja, euer Ehren? Sie haben vorhin gesagt, Sie und Frau Dahlia Hartzorn würden sich kennen. Euer Ehren, woher wir uns kennen, hat nichts mit diesem Fall zu tun. Na schön. Herr Payne? Das kann nicht sein. Das ist ja wie ein Albtraum, als hätte ich meine Tochter verloren. Sieht so aus, als hätte Herr Payne auch mit seinen Haaren auch seinen Verstand verloren. Möchte der Angeklagte noch etwas sagen? Das kann nicht wahr sein, meine geliebte Dolly. Na schön. Dann werde ich jetzt das Urteil verkünden und diese Verhandlung beenden. Das Gericht befindet den Angeklagten Phoenix Wright für... Yay! Moment. Alles klar. Die Verhandlung ist geschlossen. 11. April, 15.16 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Hier, du warst einmalig da drin. Vielen Dank für alles, Herr Großberg. Während der Urteilsverkündung sind meine Hämorrhoiden förmlich explodiert. Herr Großberg, wäre es möglich, dass Sie nicht immer darüber reden? Oh, wie unhöflich. Wie dem auch sei, dieser Fall hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Was heißt es, ein Verhältnis gegenseitiges Vertrauens mit seinem Mandanten zu haben? Vielleicht haben wir erfahrenen Anwälten das aus den Augen verloren. Oh, Herr Wright, Glückwunsch. Danke, wissen Sie, ich dachte, fahren Sie fort. Die Dolly, die ich da oben im Zollenstand gesehen habe, das war nicht wirklich sie. Was? Ja, die Dolly, die ich kannte, hätte niemals solche schrecklichen Dinge gesagt. Vielleicht war sie, ich weiß nicht, eine Schwindlerin oder so. Junge, dieser arme Kerl hat immer noch nichts kapiert. Sie müssen sie vergessen, Herr Wright, zu ihrem eigenen Wohl. Ja, Sie haben recht, es wäre wahrscheinlich das Beste. Sie sollten sich entspannen. Werden Sie etwas erwachsener. Aber meine Freunde sagen alle, ich bin der Erwachsenste von Ihnen. Mit was für Leuten ist dieser Kerl immer befreundet? Im Augenblick studiere ich Jura, um selbst Anwalt zu werden. Das haben Sie schon mal gesagt. Aber ich dachte, Sie würden Kunst studieren. Nun ja, ich denke, das tue ich. Aber da ist ein Freund, dem ich unbedingt helfen möchte. Und wenn ich mich beeile, kann ich ihn immer noch rechtzeitig retten. Verstehe. Sagen Sie, Frau Fay, ein Anwalt ist jemand, der helfen kann, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, oder? Herr Wright, ich bin selbst noch ziemlich neu auf diesem Gebiet. Aber ich denke, das ist genau das, was ein Anwalt ist. Okay, ich werde es tun. Ich werde fleißig studieren. Ich werde ganz sicher Anwalt. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder vor Gericht. Das würde ja keinen Sinn ergeben, Phoenix. Aber ist egal. Es ist 5 Jahre her, dass ich von allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Ich wurde Anwalt, wie ich es geplant hatte, und konnte meinen Freund retten. Aber Mia ist jetzt in einer besseren Welt. Diese Verhandlung bringt für mich sehr viele schmerzhafte Erinnerungen ans Tageslicht. Aber es sind auch viele sehr kostbare Erinnerungen dabei. Und Erinnerungen,
von denen ich niemals dachte, dass sie je wieder auftauchen würden. Mia weilt jetzt nicht mehr unter uns. Aber trotzdem kann ich sie im Geist hören. Phoenix, egal was passiert, vertraue deinen Mandanten immer. Vor Gericht ist dein Vertrauen deine stärkste Waffe. 5 lange Jahre. Es ist etwas geschehen, das mich an ihre weisen Worte erinnert. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und das war die erste Episode. Wandel der Erinnerung. War ganz nett. War ganz nett, vor allen Dingen mal zu sehen, wie Mia sich vor Gericht angestellt hat. Und ich muss aber sagen, dass mir eine Phoenix-Episode meist ein bisschen besser gefällt. Weiß nicht, ich find Phoenix sympathischer als Mia. Auch wenn sie auch sehr cool ist, aber Phoenix und der coolere. So, der gestohlene Wandel. Es ist 1 Uhr nachts. Inspektor, wir haben es geschafft. Puh, da bin ich erleichtert. Zum Glück ist das Juwel immer noch in Sicherheit. Sie sagen es, Junge. Unsere Sicherheitsvorkehrungen haben ihn wohl erschreckt. Würde es Ihnen was ausmachen, den Tresor zu öffnen, nur um auf Nummer sicher zu gehen? Sind reingelegt worden. Zum Vordereingang, Wachen! Schalte die Suchscheinwerfer ein! Viel Glück beim nächsten Mal, meine Herren! Tut mir leid, aber ich muss sie jetzt wohl verlassen. Wir werden uns wiedersehen. Beim nächsten Vollmond. Whatever. Oktober, 15:24 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Aber, liebe Freunde, was dort so wirklich vor sich geht, das werden wir und wie wir an diesen Fall gelangen, werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.